Den GTI habe ich mit wunderschönen Stahlfelgen bekommen und die müssen weg. Und das Schöne ist, da der Golf 4 Basis für viele andere Fahrzeuge ist, wie den Audi TT oder den U-Beetle, gibt es auch diverse Fahrzeuge, die eben die gleiche Radanbindung haben. Also vor allem den Lochkreis 5x100. Und insofern steht uns eine gewisse Felgenauswahl zur Verfügung. Das ist jetzt die 16 Zoll, ja, oder eine von den 16 Zoll Standardfelgen, die es auf dem Golf 4 gab. Die passt wie erwartet ganz problemlos. So, hier haben wir jetzt schon etwas speziellere Felgen. Wir sind zwar immer noch bei 16 Zoll. Es handelt sich hierbei um die New Beetle RSI Winterfelgen. Unsere RSI-Felge von vorne. Sieht alles ganz gut aus. Von oben sieht man aber so, die Felge guckt ein ganzes Stück raus. Hier haben wir jetzt eine weitere Felge, und zwar in 17 Zoll. Die ist vom Passat V8. Da gibt es jetzt das Problem, der Lochkreis stimmt nicht. Von den Maßen her, außer vom Lochkreis, würde die Felge ganz gut passen. Also hier die 18 Zoll Brescia Felgen vom Polo GTI, die passen ziemlich gut, bis auf eben die Spurplatten, die man verbauen müsste, weil momentan berühren die Speichen der Felge die Bremsanlagen. Aber da würden ganz kleine Spurplatten, also ganz so 8-5 mm schon reichen. Dies ist jetzt eine 17 Zoll Felge, vom Namen her Long Beach, wurde so original am Golf 4 verbaut und dementsprechend passt auch diese ziemlich gut. Die Reifen sind jetzt auch da. Und damit kann das Auto seine neuen Schuhe bekommen. Das Wichtigste fehlt natürlich noch, der Nabendeckel. Wenn ihr die Nabendecke einbaut, immer darauf achten, dass das VW-Emblem mit der Unterseite zum Ventil ausgerichtet ist. Eine ganz wichtige Sache fehlt natürlich noch. Wie kann es sein, dass ein GTI 70 mm Luft hat? Was haben die sich dabei gedacht? Da passen ganz entspannt drei Finger rein. Das kann doch nicht sein. Was würdet ihr machen? Federn? Gewindefahrwerk? Dann schreibt es in die Kommentare.